Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Glossboxer, zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Vlog von mir. Von uns beiden, meine ich. Von Burger und mir. Moin. Ja, haben heute ein RS4, da habe ich 5. Da gab es auf Instagram, muss ich ja sagen, ich wollte eigentlich erst gar nicht filmen heute. Wir wollten einfach nur arbeiten, einfach nur machen, weil heute wird auch knallheiß. Heute wird 32 Grad oder 33 Grad. Deswegen haben wir auch schon so ein bisschen früher angefangen. Ja, aber da so viele Leute auf Instagram mir geschrieben haben, mach bitte ein Video davon und so, total geil, RS4, W5 und bla bla bla. Ja, jetzt mache ich ein Video. Ne? So. Also wir haben auch schon, ein bisschen was haben wir auch schon gemacht. Dach haben wir schon mal poliert und so ein bisschen. Ich habe schon mal die Haube abgezogen. Übrigens Haube, beide Kotflügel und Stoßstange. War richtig, ne, Burger? Ja, richtig, genau. Die Sachen sind komplett neu lackiert. Da reichte also die Menzerna 3500. Die probiere ich derzeit auch noch mal wieder so ein bisschen aus, weil ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, meine 205er ist schimmelig geworden. Ne? Ja. Gut, dann werden wir hier einmal... Also Dach haben wir gemacht mit der Menzerna 400. Da haben wir richtig gut Kratzer rausgeholt. Danach werden wir noch mal mit der 3500 einmal drüber gehen. Ne? Hochglanzfinish. Schönes Finish fahren. Und ja. Dann kommt Duraflex. Sonst? Ja, was auch sonst, ne? Duraflex natürlich. Und da bin ich mal gespannt, wie der Silberne dann knallen wird. Also. Bin ich gespannt. Wenn wir da mal den Grauschleier und so runtergeholt haben, wie der dann aussieht. Ja, gut, Börge. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Kopf in der. Nee, hier arbeiten, ne? Zwischenstand, wir haben schon die Front abgezogen, einmal mit der Menzerna 3500er. Wie gesagt, war ja neu lackiert, ne? alles gut, alles kein Problem. Jetzt habe ich schon mal die Beifahrertür, die vordere Beifahrertür habe ich schon mal abgezogen. So. Wollte ich ein paar 50-50 Bilder einfangen, irgendwie vorher-nachher Vergleich und so. Haut alles, ist alles scheiße, haut alles nicht hin. Mit der Kamera geht da nicht. Also die kriegt halt auf Silber, kriegt sie nie eingefangen. Burger. Was machen wir denn dann heute für ein Thema? Weil wenn jetzt hier poliermäßig nicht viel zu sagen, sind auch nicht so viele Defekte drin, muss man auch mal sagen. Oh Mann, na. Ja, frag doch mal auf Instagram nach. Hast du da ein Handy da? Irgendwie? Mach doch mal so ein Live-Ding. Geh direkt mal nachfragen. Wo hast du denn dein Telefon? Ja, so eine... Ja, pass auf. Kann ich mal. Warte mal. Machen wir mal eine Story. Hast du? So, ja. So. Hier, Instagram. Mal hier. Da. Normal wollen wir, ne? Ja. Genau. So, jetzt ist halt Bild im Bild hier. Guck mal so, vielleicht. Oder wolltest du dich so. Nee, der kann ich dir jetzt nicht zeigen. Ach wenn so. Du jetzt. Mensch, Bürger. Ja. Wolltest du dich mal da so vertrauensvoll mit dem Hocker? Ja, ja. So quasi. So. Genau. Jetzt würde ich hier auch was machen. So, moin, Glossboss. Nee, warte mal, so wollte ich das, ne? Genau. Moin Glossbosse, wir suchen gerade so ein Thema für einen Vlog. Schreibt uns mal bitte, was wir da so behandeln sollen. Weil irgendwie so lackmäßig gibt es jetzt hier nicht so viel zu zeigen. Also ne, schreibt uns mal, was wir da so machen sollen. Und dann geht's live. Juhu. Ja, so, dann das. Komm, pass auf, machen wir noch so Effekte rein hier, ne? Machen wir Melbourne, ne? Ja. So, alles klar. Und hochladen. Ja, gut, dann. Warten wir erstmal, was die Community sagt. Und in der Zeit heiter weiter, Burger. Also irgendwie, vielleicht filmen wir ja auch zum 10. Mal, wie wir Duraflex auftragen, ne? Schauen wir mal. Ja, komm, erstmal weitermachen. Ja, danke. Danke.
4-5. Hat Marvin euch den schon so ein bisschen gezeigt. Also ganz interessant hier zum Beispiel. In der Zeit, wo er poliert. Also schöne große Keramikbremsanlage haben wir hier. Weiß ich gar nicht, ob er die jetzt so sehr, ja, doch, ne? Keramik, ja, sieht er. Keramikbremsanlage. Felgen müssen wir natürlich nochmal sauber machen, richtig. Schön mit Quick and Shine. Dann im Innenraum. Da richtig schön, richtig schöne Schalensitze. Natürlich nur vom Feinsten, ne? Recaro. Überall Carbon, wo das Auge hinguckt. Sitzschalen auch richtig schön. Schwarz-Hochglanzoptik sieht richtig, richtig schick aus. Der Marvin ist jetzt auch schon fertig mit dem Finish-Fahren. Hat sich zum Glück auch nicht verfahren. Ja, guck mal, das sieht da super aus. Das ist doch super. Das ist doch klasse. Jan, soll ich nicht? Klar, das ist affengeil. Sag mal. Ja, so halt mal, halt mal. Mega, mega. Komm, wir gehen mal auf der anderen Seite, da können ja, wir mal. Ja, zeig mal, vorher. Wie es vorher aussah. Mach mal. Ja, ich habe jetzt hier leider schon alles. Soll ich dir folgen, unauffällig? Ach, jetzt guck dir das mal an. Ganz unauffällig folge ich dir. Nee, du musst jetzt. Achso, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Ja, du spielst wieder doof, lässt Kamit spielen, ne? Nee, du musst, mach mal so. Ja, so sehen die vorher aus. Katastrophe. Gut, also. Ja, okay, weitermachen, ne? So, bis später. Tschüss. Ciao. Alle Sachen mit der 400er abgezogen, beziehungsweise vorderen Bereich nur mit der 3500 von Mezzana. Der Rest einmal mit 400er und danach nochmal mit der 3500, weil wir ein bisschen mehr Glanz wollten wir schon. Ne? Jetzt geht's ans Entfetten. Ich habe ja gerade gefragt, bei Instagram ein paar Ideen habt, was wir für ein Thema nehmen sollen. Kamen so ein paar Vorschläge, alles leider jetzt hier im Fahrzeug nicht machbar. Deswegen Burger werden irgendwie immer noch kein Thema. Ich weiß es nicht. Ja, was ist denn? Duraflexheim auf Silbermann ist auch mal so ein bisschen. Also man sieht halt in den Auftrag so diese. Was hältst du denn mit der richtigen Kunststoffpflege? Wenn du dir die Sachen hier mal anguckst, wir haben ja hier diese Tailing Swaps, diese Mundpflegestäbchen. Ja, das können wir machen. Das Dressel, und man sieht ja, die sind ganz schön verblasst eigentlich. Die könnte man wieder auffrischen, oder? Was hältst du davon? Ja, das können wir doch zeigen. Vielleicht auch sogar mit dem Trim, je nachdem, wie es funktioniert. Ich wollte sagen, weil wenn wir jetzt hier. Ein Thema machen, Kunststoff versiegeln, genau. Dann nehmen wir doch das Trim, oder? Das Trim. Genau, dann machen wir es direkt, ja. Direkt richtig. Ja. Genau, ja, super, okay, dann machen wir es. Machen wir jetzt den Lack, dann den Kunststoff, oder? Genau. So, dann, das filme ich jetzt dann aber nicht mehr, wie ich dann hier Viva Duraflex drauf machen, oder? Vielleicht so ein paar Timelapse, ja, so irgendwie rein. Ganz fix. Nee? Genau. Genau. Cool, dann machen wir es erstmal. Super. Erstmal entfetten, dann Dura zweimal, ganz wichtig, immer zweimal entfetten. Ne? Viele Leute entfetten gar nicht oder nur einmal. Beim zweiten Mal, unserer Meinung nach, kommt da doch noch immer was runter. Ne? Also man ist dann wirklich auf der sicheren Seite, dass wir jeden Quadratzentimeter entfettet haben. Okay. Das, warte doch mal. Ja. Oder hast du Zeitdruck? Hast du da Tinder-Date heute Abend, ne? Nein. Ja. So, dann erzähl mal ein bisschen was. Ja, den Grill hier kann man super mit dem Trim, mit der Kunststoffversiegelung von Gyran versiegeln. Mhm. Mit den Stäbchen kommt man hier auch super überall rein. Du siehst jetzt auch direkt, wie es richtig schön schwarz wird. Ja, ne, warte mal, mach mal nicht so schnell. Also die Kamera ist gerade so ein bisschen dunkel. Also die eine Wabe, die habe ich jetzt gerade. Siehst du das?
So, wenn jetzt mal guckst. Ja, so, warte, guck mal die Lampe. Sonst ist es dunkel. Wo hast du eine Lampe? Ich kann ja schon mal ein bisschen weitermachen. Ja, Kamera kriegt da glaube ich nie so angefangen. Doch jetzt so ein bisschen. So, Vorbehandlung beim Trim, was nimmt man da so? Alkohol oder Wäschmanöver oder? Also du, wir haben jetzt einfach alles gewaschen, sauber gemacht, nämlich auch den Grill und dann einmal mit Prep grob entfettet, gereinigt. Ja. Machst halt das gleiche wie beim Lack, muss ja auch eine vernünftig saubere Oberfläche sein. So, hör mal einmal auf, mal gucken, ob ich das so den Unterschied einfangen kann, weil das sieht schon... Also von hier siehst du es sehr, sehr gut, von der linken Seite. Ohne Lampe wahrscheinlich am besten, oder? Ja, nee. Ja, die Kamera kriegt es nicht so angefangen. Auf jeden Fall ist es richtig schön satt schwarz. So vielleicht? Ja, doch, eigentlich so. Komm schon, die ist jetzt noch ein bisschen nass, also muss noch ein bisschen einziehen. Wie lange lässt man das jetzt einziehen? Also ich denke mal, wenn morgen Übergabe ist, also wir machen da jetzt gar nichts mehr dran. Das ja, aber den machst du noch fertig, ne? Ja, fertig machen wir den, klar. Okay, wir wischen da nichts nach, gar nichts. Okay. So in einer Stunde bei dem Wetter, vielleicht auch in einer halben, sieht es schon anders aus. Ja. Und morgen bei Übergabe ist dann alles richtig schön. Und du kriegst auch richtig geile Perlen mit dem Trim. Ich habe meinen Grill damit auch versiegelt. Echt Wahnsinn, also mein Stoppgrill am Auto. Nicht den guten Weber zu Hause. Echt super. Du meinst die Grillschale mit dem Löschpapier da drin. Okay, was kann man denn hier so für eine Standzeit erwarten? Wie lange bleibt das so schön glänzend? Nee, ist eigentlich Seidenglanz. Ja, eigentlich ja schon, aber Standzeit, boah, das weiß ich nicht. Also da habe ich noch keinerlei Erfahrung. Okay. Aber so ein Jährchen locker, ne? Ja. Also locker. Ja. Je nachdem, wo der Grill ist, denke ich mal. Aber so. Dauert halt, ne? Also man braucht Geduld dafür. Ja, die habe ich. Ja, du bist ja auch mehr so die Exekutive heute, ne? So, und dieser Detailing-Swap, die kriegt man bei Amazon. Einfach mal Mundreinigungspflegestäbchen irgendwie da eingeben. Kann ich euch aber auch verlinken. Unten in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke, kann ich die da verlinken. Wenn nicht, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Hör mal, wo kriege ich diese Detailing-Swaps her, beziehungsweise sind da keine Detailing-Swaps, das sind da Mundpflege-Reinigungs-Dinger, keine Ahnung, haben wir zweckentfremdet, weil ihr seht es halt, also damit kommt man super, super rein in die Waben. Auch jetzt irgendwie beim GTI, vorne beim Grill, generell Audi Front, ne? Die haben oft diese Wabenstruktur, Wabenmuster, kommt man super mit rein. Ne? Ihr könnt auch sonst den Zahnarzt eures Vertrauens fragen. Ja gut, dann weiß ich jetzt nicht, ob der da auch so Dinger hat, aber... Reinigungsstäbchen natürlich. Ja, gut, ich würde sie jetzt bei Amazon bestellen, also ich würde jetzt nicht mal Zahnarzt fragen. Ne? Sonst haben die Mentor geschmeckt. Genau. Ja, so machen wir dann erstmal ganz so Kunststoff hier vorne. Wenn es geht, dann... Also guck mal, Wetter ist ja heute, das ist ja fantastisch, ne? Wir haben auch über 30 Grad. Draußen scheint die Sonne. Also würden schon mal gerne rausfahren gleich, ne? Dass wir denn einmal eine Sonne so sehen. Ja, ist jetzt leider so abends. Nee, ich geht jetzt gar nicht. Ich muss hier noch aufräumen. Ja, ja. Nee, dass wir den einmal rausfahren. Einmal draußen im Tageslicht nochmal angucken, ne? Weil der Glanz, das war also für Silber ist das schon. Gut, hier vorne ist jetzt neu lackiert. Nichtsdestotrotz sind wir da natürlich auch nochmal mit Hochglanz drüber. Gut, also wie gesagt, wir machen hier erstmal zu Ende. Dein Telefonburger. Ja du, ich geht gerade nicht. Nee, dann. Nö, ich auch nicht. Gut, machen wir erstmal zu Ende und dann. Ja. So, dann fahr nach Hause, Burger. Thank you.
ich würde mal sagen, so ein Kontrolle-Vollbestand. Boah, Alter, das sieht ja geil aus. Mega geil. Boah, ist ja laut, ey. Glanz ist der Hammer, ey. Ja. Ja, Marvin. Ne? Gut Job. Ja. Schön. Ja, da freut sich Papa, wenn er den wieder kriegt. Das sieht sehr stimmig aus, ne? Ja. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Dann machen wir jetzt noch? Ja, ich würde sagen, fahren wir rein. Und dann Feierabend, ne, oder? Ja, Feierabend, Bierchen, morgen noch Auspuff und dann ist gut, würde ich sagen, ne? Okay. Ja. Machen wir das. Ja, machen wir. Auspuff müssen wir auch noch machen? Ja, der sah jetzt noch nicht so schön aus. Ei. Ja, voll die Maloche noch, ne? Boah, ist gewachsen, Burger. So. Ja, Tag 2 heute von der RS4 B5 Aufbereitung. Haben gestern leider nicht mehr gefilmt. Also wir haben den rausgefahren in der Sonne. Begutachtet, sah fantastisch aus und haben wir auch Feierabend gemacht, ne? Haben wir uns auch verdient, da war ja knalle warm gestern, ne? Also hab keinen Bock mehr gehabt. So, wir haben den RS4 fertig. Wie gesagt, heute nur noch mal so ein paar Restarbeiten. Wollen den Innenraum einmal durchwischen und so, dies, das, Auspuff müssen wir noch machen. Und ich finde den Moment, wenn man dann so am nächsten Tag noch mal so in die Halle kommt, das ist mal geil, oder? Das ist geil. Ne? Ja, das macht dann immer richtig Bock, wenn du da nochmal reinkommst. Tor öffnet sich, man sieht die Karre nochmal, was man gestern so alles geschafft hat. Nochmal so richtig im Tageslicht, war ja gestern dann auch schon ein bisschen später geworden. Ja, ich finde Grill sieht wirklich super geil aus. Hatten wir gestern noch gezeigt, wie wir das gemacht haben, glaube ich, ne? Ja, richtig, echt harmonisch. Also so generell Das Fahrzeug sieht jetzt aus wie aus dem Ei gepellt, also besser als neu. Ganz klar, Front wurde da lackiert, das heißt keine Steinschläge, nichts. Zustand makellos, würde ich sagen. Ja. Sich auch hier am Outro beteiligen oder ja, weiter einen auf Social Media Manager machen hier. Hat uns wirklich sehr Spaß gemacht, an diesem Fahrzeug zu arbeiten. Ja, Marvin sagt, es ist ja ein ganz normaler A4, nur in Silber. Ich bin heute der Synchronsprecher für Marvin. Ja. Nee, also wir sind fertig mit dem RS4, mit den silbernen A4. Ne? Schönes Fahrzeug. Warten jetzt auf den Kunde, dass er abholt. Wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht, die Aufbereitung. Was ich noch sagen wollte, ne? Hier ein paar Kippis und Glossboss, minoshop.de, haben wir ein paar. Ne? Boss 10, Rabattcode für 10%, der gilt übrigens immer noch, ne? Also zuschlagen, meine Freunde. So, Börge, auch noch was sagen? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, oh, so schwindelig.